Atemberaubende Landschaften bei nahezu immer sommerlichen Temperaturen. Ja, auch deswegen lieben wir deutschen Teneriffa. Angebote zu Ausflügen über die Insel finde ich an jeder Ecke. Besonders günstig aber preist dieser Flyer seine Touren an. Zu finden überall da, wo Touristen wohnen und spazieren gehen. In kleinen Haufen. Überall an der Promenade. Immer vom gleichen Veranstalter. Das will ich mir genauer ansehen. Komisch, 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 diese super billigen Ausflüge. Verschiedene Firmen, manchmal wird eine genannt, manchmal Miller, manchmal Müller. So wahnsinnig billig ist es immer und ich ahne schon, was da dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier eine ganz billige, abgeschmackte Kaffeefahrt wird. Und kein schöner Ausflug während des Kanarenurlaubs. Womit Teneriffas Vielfalt zu günstigen Preisen geworben wird, bin ich wahrscheinlich auf der Spur einer guten Story. Hallo. Ja, Park. Hallo. Wie geht's Ihnen? Suchen Sie ein gutes Angebot? Ja. Dann sind Sie hier richtig. Okay, das hier vielleicht. Alles in diesem Prospekt sind Bustouren auf der Insel. Okay. Die kosten alle 12 oder 15 Euro. Toll. Ja, die beinhalten alle auch ein Mittagessen. Sehr günstig. Montag fahren Sie zum Teide Nationalpark. Teide mit dem Piratenschiff? Ja, Sie fahren zum Teide und halten unterwegs noch an einigen Plätzen auf der Insel und fahren mit dem Piratenschiff. Das würde ich gerne machen. Ja, am Montag. Was kostet es? Für wie viele Personen? Für vier. Vier Personen, ja? Super Preis, toller Preis, 12 Euro. Unschlagbar für einen Tagesausflug mit Mittagessen. Aber wer steckt hinter einem solchen Angebot? Ich kontaktiere einen Kollegen. Joe Schacher ist Zeitungsverleger. Kennt sich bestens mit allen auf der Insel verbreiteten Druckerzeugnissen aus. Kennt er den Flyer von Müller Reisen? Was wissen Sie denn über die? Im Grunde genommen ist das ein illegales Produkt. Hier siehst du, dass jeder Druckerzeugnis muss registriert sein. Das ist das Deposito legal. Das eigentlich auch hier, auch wenn es nur so ein Prospekt ist. Genau. Fehlt. Ich habe das auch schon durchgeblättert. Weder die Firma Müller Reisen noch die Firma Miller Reisen findet man im Internet, haben wir schon gesehen. Was wissen Sie denn als Journalist, Chefredakteur und Herausgeber hier von der Insel von diesem Druckerzeugnis? Wir haben schon oft darüber diskutiert, wie wir die aushebeln könnten. Was ist an denen? Weil ganz einfach. Erstens die Verschmutzung. Die ballern den Süden zu, ob ich jetzt in Arona, Christianos oder Teils Amerikas bin. Nur wer die Flyer ganz genau durchliest, stellt fest, hier handelt es sich nicht nur um Ausflüge, sondern auch um Verkaufsveranstaltungen. Und täglich, so scheint es, werden Tausende dieser Prospekte ausgelegt. Warum wird das heimlich verteilt? Ja, das ist ganz einfach, weil sie überhaupt nicht legal sind. Ich habe mit einem Reiseleiter geredet, der sagt, die haben auch keine lizenzierten Reiseleiter. Hier muss ja bloß Kaffeefahrtexperte sein. Genau, genau. Und zwei, drei gute Sprüche. Ihrer Erkenntnis nach ist das hier nicht lizenziert als Reiseunternehmen? Ist nicht lizenziert, aber jeder Bus ist versichert, vom Gesetz her. Am nächsten Tag machen wir uns bereit, an der Tour teilzunehmen. Versprochen war immerhin ein Ausflug über die Insel mit anschließender Bootstour. Ich schicke meine Kollegen Peter und Alicia auf den Ausflug. Wir sind heute in ein bisschen veränderter Mannschaftsstärke unterwegs. Wir haben Alicia mit bei uns. Darf ich dir meine Tante vorstellen? Genau. Und Peter, weil ich habe ein bisschen Angst, dort erkannt zu werden. Wenn da irgendwie deutsche Reiseleiter dabei sind und die kennen unsere kleine Sendung, gibt es natürlich Ärger, bevor wir ihn eigentlich haben wollen. Das Ganze hat unglaubliche 12 Euro gekostet. Da muss irgendetwas dabei sein. Wahrscheinlich eine Verkaufsveranstaltung. Wofür? Das wissen wir nicht. Und überprüfen, was da verkauft wird, werden wir auch. Viel Spaß auf eurer Tour. Gleich geht's los. Wir gehen schon mal vor. Wir fahren hinterher, ihr geht schon mal vor. Eine deutschsprachige Reiseleiterin holt meine Kollegen ab. Die große Inselrundfahrt startet. Doch statt Sehenswürdigkeiten ereilt die Kollegen die harte Wahrheit. Direkt nach der Abfahrt. Und wie Sie den Prospekt entnehmen können, können wir Ihnen heute den Ausflug für nur 15 Euro anbieten. Und der Grund dafür ist, wir haben einen Sponsor in Tacoronte und der wird die restlichen Kosten des Ausflugs für Sie heute übernehmen. Den entscheidenden Satz hat er mich mithören lassen, der wurde gerade über die Lautsprecher angesagt. Es geht jetzt nicht zu einem Ausflug, sondern erstmal zu einer Produktpräsentation.
Zu dieser Produktpräsentation wird auch ein Mittagessen serviert. Schön, stand ja auch so im Prospekt. Aber welches Produkt da jetzt präsentiert wird beim Mittagessen, da bin ich gespannt. Der Bus steuert in Richtung Norden der Insel. Bis meine Kollegen endlich angekommen sind, sind fast 3 Stunden vergangen. Und das ohne Sightseeing. Dafür geht's zu einem Einkaufszentrum. Die Firma Cosmotherm scheint hier ihren Firmensitz zu haben. Der Werbung nach zu urteilen, ein Reiseunternehmen. Also seit ein paar Minuten wissen die Reisenden erst, von wem sie da eigentlich rumgechauffiert wurden. Nämlich von der Firma Cosmotherm. Die sieht man hier im Eingang und die bezeichnet sich selbst als ihr zuverlässigen Partner für Exkursionen auf den Kanaren. Wenn man diese Firma googelt, was ich jetzt gerade mal getan habe, finde ich was ganz anderes. Da werden nämlich Decken und Kissen verkauft. Da. Nichts weiter ist es. Und genau das wird den Touristen auch angeboten. Rückenschmerzen durch schlechten Schlaf, dem kann jeder Urlauber hier und heute ein Ende bereiten. Wir können unseren Kunden auch immer die beste Qualität, richtig die höchste Qualität garantieren, da wir die hochwertigsten und hautfreundlichsten Materialien hernehmen. Das Oberbett, ein optimaler Milbenschutz von oben. Unser Deckbett, 348 Euro. Eine Winterseite, wo kalte Hände sofort warm werden, und eine Sommerseite, wo kalte Hände gar nicht warm werden. Und es ist seine 348 Euro wert, und es ist mindestens so kuschelig wie eine 800 Euro teure Daunendecke. 348 Euro für eine Decke. Die passenden Kissen hat der Vertreter natürlich auch im Angebot. Vielleicht haben Sie sich mal gefragt, warum auf unseren Messeplakaten überall Silber draufsteht. Weil Silber wirkt antibakteriell. Da wo Silber ist, geht die Milbe nicht rein. Und wo keine Milben drin sind, habe ich später auch keinen Milbenkot. Wenn Sie bar bezahlen können, dann machen Sie jetzt das beste Geschäft und Ihr Geldbeutel freut sich auch noch. Ich vermute, hier freut sich nur der Geldbeutel der Verkäufer. Meine Kollegen lassen sich aber auf den Deal ein. Wir möchten das große Kissen, das kleine Kissen und die Decke. Können wir die gleich mitnehmen? Ja, können Sie auch. Dann sparen Sie halt auch bei der Decke viel Geld. Die Decke bekommen Sie dann für nur 198 statt für 348 Euro. Die Decke? Ja. Das ist aber schön. Ja, weil Sie sie mitnehmen, dann brauche ich das nicht zu verschicken. Wegen der Transportkosten. Richtig, ja. Der Vertreter macht den Vertrag fertig. Handschriftlich notiert er die Preise. Eine hübsche Summe kommt zusammen. 268 Euro für alle drei komplett. Okay. Wenn man das zusammenzählt. 268 Euro, keine Summe, die mich ruhig schlafen lassen würde. Ob die Qualität den Preis rechtfertigt? Das will ich nun rausfinden. Lockvogel Alicia bringt mir Decke und Kissen, sodass ich sie genauer untersuchen lassen kann. Die Erlösung kommt. Hallo. War's anstrengende Stunden jetzt? Ja, ich denke, war anstrengend. Ja? Ja, war anstrengend, weil das. Es war Zeitverschwendung. Zeitverschwendung und vor allem auch ein bisschen Geld. Ja. 270 haben Sie gezahlt insgesamt. Ja, ja, ja. Wir lassen das jetzt mal überprüfen. Ja. Sie können sich jetzt mal entspannen. Vielen Dank für den Einsatz heute. Ja. Und ich bin sehr gespannt, was es hier zu kaufen gab. Danke für diese Lockvogelaktion. Super. Alicia begibt sich nun auf die 12-Euro-Inselrundfahrt. Ohne die 3 Stunden Verkaufsveranstaltung wäre das ja noch ganz okay gewesen. Der versprochene Essensstopp und eine Bootsfahrt retten den Tag. Ein denkwürdiger Ausflug aber sieht anders aus. Ich unterdessen habe an Land einen Termin, und zwar einen im Fachhandel. In Santa Cruz möchte ich herausfinden, was uns denn da für 270 Euro angedreht wurde. Mir ist es ja fast ein bisschen unangenehm, Ihnen zu zeigen, was ich Ihnen jetzt zeigen will. Ja, darf ich mal kurz mir ein bisschen Platz machen? Wir haben gekauft. Und gar nicht mal bei der Konkurrenz, weil die Firma, wie wir merken, die hat gar kein Ladengeschäft. Mhm. Haben Sie von der schon mal gehört hier? Nein, noch nicht. Ist mir nicht bekannt. Vielleicht ja ein echter Geheimtipp auf dem Bettenmarkt. Wir nehmen uns zuerst die Kissen vor. 29 Euro für das Kleine, 49 für das Große. Haben wir bezahlt. Top-Qualität, Top-Ausstattung, druckentlastend, formstabil, Wohlfühleffekt. Da ist dieselbe Füllung drin. Dieselbe Füllung. Ich möchte ein vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers sehen.
Ich habe jetzt da zum Beispiel ein Kissen mit derselben Füllung. Ja. Also machen wir es mal so auf, wie man hier sieht. Okay. 29 Euro. 29 Euro? Das Kissen auf der Tour kostete 20 Euro mehr. Ich ahne, bei der Bettdecke wird die Differenz noch höher sein. Das Vorführmodell für 200. Was sagen Sie denn? Ja, das Vorführmodell teuer. Dabei war es schon ein Vorzugspreis. Ursprünglich sollte die nämlich 348 Euro kosten. Ist das, was da drin ist, ist das Standard, hochwertig, nicht hochwertig? Standard. €400, Top-Qualität, Premium-Ware. Ja, dann diese enttäuschende Füllung. Und hier das vergleichbare Modell mit einer ähnlichen Füllung. Das ist die gleiche Füllung im Prinzip. Nochmal, 400 € Listenpreis wurde uns gesagt, Spezialpreis für uns heute nur 200. Darf ich fragen, was diese Decke bei Ihnen kostet? Die kostet 49,95. Normale Decke, Baumwollbezug. Das Einzige, was fehlt, sind die Silberfäden. Okay, ob ich da jetzt 150 Euro Aufschlag machen muss? Und sie kommt ja eigentlich von 400. Und es war so wahnsinnig günstig, weil Sie heute bei der Produktpräsentation dabei sind. Bleiben Sie bloß noch sitzen. Wir brauchen noch ein paar Urlaubseuros von Ihnen. Mit günstigen Ausflugstouren werden Touristen angelockt. Und in langwierigen Verkaufsveranstaltungen sollen sie dann Kissen und Decken zu völlig überzogenen Preisen kaufen. Was tun, wenn man darauf hereingefallen ist? Ich treffe mich mit Rechtsanwalt Philipp Bayer. Das hier ist der Vertrag. Also der eigentliche Wert ist schon mal zu bezweifeln. Das ist überpreist, so viel wissen wir. Aber wie ist es denn verbraucherrechtlich? Mit wem habe ich hier einen Vertrag gemacht? Der Verkäufer ist hier genannt. Wir müssen uns an den wenden, der hier, sage ich mal, komplett genannt ist. Eine spanische Firma. Eine spanische Firma. Das heißt, unser Vertragspartner ist hier diese Firma. Damit auch mein Gerichtsstand. Wenn ich irgendwas auszusetzen habe, muss ich das in Spanien wahrscheinlich ausfechten, oder? Im Vergleich zu Deutschland haben Sie hier eine Möglichkeit, bis 2.000 € diesen Gerichtsstreit ohne Rechtsanwalt und das heißt, relativ kostengünstig durchzuführen. Ach wirklich? Ja. Ein für Urlauber aber eher unbequemer Weg. Denn kaum jemand kann und will sich über eine Distanz von fast 3000 Kilometern streiten. Steht jetzt hier, der Verkäufer erwirbt gemäß den rückseitigen Vereinbarungen. Genau, gemäß den rückseitigen Vereinbarungen. Nummer gezeigt. Da gibt es keine rückseitigen Vereinbarungen. Gilt denn dann ein allgemeines Umtauschrecht? Ja, also wir haben auch hier in Spanien aufgrund der europäischen Verbraucherschutzrichtlinie die entsprechenden Verbraucherschutzgesetze. Ja. Was besagen die? Die besagen, dass man ein 14-tägiges Rücktrittsrecht hat, wenn man denn auf sein Rücktrittsrecht richtig hingewiesen wurde. Also wir sind darauf nicht hingewiesen worden, weder in Schriftform noch mündlich. Weder doch, ja. Das heißt, es gelten Ausnahmevorschriften, die besagen, dass man außer diesem 14-tägigen Rücktrittsrecht auch noch ein weiteres Rücktrittsrecht von einem Jahr hat. Ja, das heißt, man hat insgesamt ein Rücktrittsrecht von einem Jahr und 14 Tagen. Und von diesem Rücktrittsrecht möchte ich nun Gebrauch machen. Ich kehre zum Ort der Verkaufsveranstaltung zurück, will mit den Verantwortlichen sprechen. Ausgehend tut das Ganze, wie gesagt, von diesen Flyern, die überall auf der Straße liegen. Die Exkursion, die man kauft, am Ende muss man aber eine Verkaufsveranstaltung ertragen, auf der, naja, ich sag mal, unterdurchschnittliche Ware zu überdurchschnittlichen Preisen verkauft wird. Leider haben wir zwei von denen zu Testzwecken aufgeschnitten. Umtauschen können wir jetzt nur noch dieses 50-Euro-Kissen. Klar, niemand wird zum Kauf gezwungen. Aber nicht ohne Grund ist bei uns in Deutschland der Gesetzgeber längst aktiv geworden, um Veranstaltern von Kaffeefahrten das Geschäft zu erschweren. Hier in Spanien ist das anders. Guten Tag, Peter Giese von Kabel 1. Grüße Sie. Bin ich bei den Verantwortlichen gerade gelandet? Ja, Sie sind hier bei dem Sekretariat gelandet. Ah, wunderbar. Können wir umtauschen? Umtauschen? Ist zu teuer. Ja. Ist zu teuer. Für 50 Euro. Das Kissen, würde ich sagen. Finden Sie nicht? Nee. Das sind die Preise, die wir vom Werk kriegen. Vom Werk kriegen? Wer ist denn überhaupt der Veranstalter? Ist der in Deutschland oder ist der hier in Spanien? Das ist Oxipor in Meinhausen. Das sind die Veranstalter der Reise, ja? Nein, das sind wir hier. Sie sind Oxipor? Nein, wir sind nicht Oxipor. Ach so. Wir sind Cosmotherm. Ach so, weil Sie gerade Oxipor sagten. Ja, aber Oxipor ist die Fabrik. Okay. Wo das herkommt.
Aber gekauft habe ich von Cosmoterm. Ich bin nur für die, wir sind nur für die Ausflüge zuständig. Plötzlich wird die Schuld auf eine in Deutschland ansässige Firma geschoben, die die Kissen und Decken herstellt. Dreharbeiten sind hier natürlich auch nicht erwünscht. Wir haben die Sachen dem Fachhandel gezeigt. Nun sagen Sie, Sie sind nicht der Verkäufer, Sie sind nicht der Produkthersteller. Nee. Aber Sie wissen ja trotzdem, was hier drin verkauft wird bei Ihnen. Nee, wir sind nur Reiseveranstalter. Wir sind für die Reisen. Also Sie sind Cosmoterm. Wir sind Cosmoterm. Aber Sie verkaufen doch auch. Wir verkaufen nicht. Das Kerngeschäft von Cosmoterm ist laut Webseite Betten. Aber kurz nach unseren Dreharbeiten ging die Seite in den Wartungsmodus. Wenn Sie hier so stehen mit der kompletten Firmenadresse, ja, und hier steht Kaufvertrag, dann ist es ein Vertrag zwischen der Firma Cosmoterm und mir. Oxypur. Schlafsystem von Oxypur. Und warum sollte diese GmbH jetzt mein Vertragspartner sein? Verstehen Sie mich? Ja, ganz einfach. Müssen Sie Cosmoterm Oxypur fragen, weil die uns diese schicken und wir das nach denen ihren Recht so machen. Und genau, da bin ich in der Falle. Da habe ich bezahlt und kann gar nichts machen. Ach so. Geht schon. Danke, danke. Was? Schwierig zu verstehen. Also ich verstehe nicht, wie die funktionieren. Wir wenden uns an die Firma Oxypur. Hier erfahren wir, dass man selbst nur an Geschäftskunden verkauft. Unser Vertragspartner sei Veranstalter Cosmoterm. Es ist abzuraten von diesen Touren im höchsten Maße. Auch wenn die so günstig erscheinen, es handelt sich nicht um eine kurze Produktpräsentation, sondern um eine aggressive Verkaufsveranstaltung von einer Firma, ja, deren Struktur total unklar bleibt. Nur mit einer Gewissheit geht man hier raus, zu viel bezahlt zu haben für diese Ware und eigentlich keine Chance mehr zu haben, das sich rechtlich irgendwo zu erstreiten. Sehr schade. Wenn Sie also neue Schlaftextilien brauchen, bitte gehen Sie in Deutschland zum Fachhandel. Der wird Sie fair beraten bei ordentlichen Preisen. Wenn Sie eine schöne Exkursion über die wundervolle Insel Teneriffa machen wollen, dann bitte nicht mit solchen Billigtouren, am besten einen Mietwagen nehmen. Die kosten hier nicht die Welt und auf eigene Faust, ohne Ärger und Preisfallen die Insel entdecken.